Hallo und willkommen zurück auf AWF, dem Anime-Kanal von und für Freunde der Anime-Welt. Aber es geht. Wir sind hier mit einem etwas spezielleren Format, kann man sagen. Beziehungsweise es ist nicht Format, es gehört zum Danganronpa Let's Play von uns dazu. Haben wir es After Trial getauft. Kurz zur Erklärung, was wir hier alles machen werden. Das ist jetzt eine kleine Folge, ein bisschen Podcast-mäßiger? Keine Ahnung, ob man das sagen kann. Wir reden halt jetzt einfach. Nein, weil da musst du ja auch wirklich das Spiel sehen. Ich meine, diesmal ist es halt eher so, wir reden gemütlich über das Chapter. Also wir recappen ein bisschen das Chapter und alles. Reden über unsere Meinungen, unsere Kritik zum Chapter, über unseren Lieblingsmoment, auch über uns selber, wie wir jetzt fanden, was wir so Voice Actor vielleicht auch mäßig in den Chapter haben, was wir verbessern hätten könnten. Und jede Folge von vom After Trial kriegt ein kleines Ranking vom Chapter. Bedeutet, auf welcher Platzierung wir das Chapter sehen. Diese Woche, kleiner Mini-Spoiler, wird es nicht sehr spannend werden, da wir erst ein Chapter hinter uns haben. Aber dieses Chapter auf Platz 1 ist bei uns allen. Macht doch Sinn. Ab Chapter 2 wird es wahrscheinlich dann ein bisschen besser, aber da wird der Punkt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Das ist eigentlich das Format. Wir werden jetzt nach jedem Chapter nach in Trigger Happy Havoc, also eine Folge Pause haben, wo dann das kommen wird, statt Chapter 2 direkt. Bedeutet, Chapter 2 bekommt ihr dann halt im nächsten Part. Freut euch drauf. Für alle, die nur das hier sehen, weil das könnte auch ein Ersatz sein, wenn man nicht wirklich nur das Projekt das Projekt angucken möchte, sondern nur unsere Meinung in so einer Sicht, ne? Stimmt. Ja. Willkommen an euch, hallo. Guck mal, das machen will, hallo. Ja, meine Meinung. Ja, aber ich glaube, ist sehr gut. Ich glaube, wir fangen einfach direkt an mit dem Recap. Dem Recap des Chapters. Und ich glaube, bevor wir zum richtigen Mordfall kommen, reden wir kurz über einen bestimmten anderen Charakter. Nämlich reden wir erstmal über Junko. Also, Junko ist tot. Wenn wir über den Prolog reden. Stimmt. Dann machen wir es so. Okay, komm. Robin hat recht. Wir machen es anders. Wir haben keine Folie für den Prolog vorbereitet, weil das halt der Prolog ist. Aber was wir vorbereitet haben, ihr könnt jetzt uns reden sehen. Crazy. Hi. Robin, warum redet dein Dings die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Warte. Ganz kurz. Warte 2 Sekunden, ich regle es. Warte. Ich jetzt? Nee, fast funktioniert nicht. Scheiße. Ja, Robin. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ja, egal. Wir müssen jetzt mit klarkommen. Das ist mein Side-Account. Ja, den benutzt er, um die Bildschirmübertragungen zu gucken. Jetzt wisst ihr jetzt, dass mein PC zu kacke ist. Jetzt wisst ihr, ja. Hier wird geredet. Ja, perfekt. So, dann habt ihr jetzt auch eine Notiz bei euch. Scheiße. das ist gut. Also. Wir haben die falschen Nicknames drin. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Wir haben immer noch die falschen, aber. Wir haben die Nicknames die ganze Zeit. Wir haben die Nicknames jeden Tag, Junge. Ja, die sind nicht auf Discord. Hä? Ja. Doch, das sind unsere Discord-Nicknames von dir. Ja, jetzt egal. Ja. Oh, jetzt. Ja, wir fangen an. Also, Prolog. Was gibt's hier über den Prolog zu sagen? Es war halt, ja, also, der Prolog war halt einfach eine gute Einleitung in meinen Augen. Es war halt, ja, wir sind halt zur Schule gekommen, wir sind ausgenockt, wissen noch nicht genau, was in dem Zeitraum dazwischen passiert ist, wirklich. Wissen nur, wir sind ohnmächtig geworden und in der Schule aufgewacht und haben von Monokuma das Game erklärt bekommen und haben jeden Charakter einmal vorgestellt bekommen. Was gut war in meinen Augen. Wir haben die Charakter gut zusammengefasst bekommen, haben uns halt in dem Fall die Charakter untereinander aufgeteilt. Ob wir es mehr oder weniger sehr gut aufgeteilt haben, ist eine andere Sache. Da bin ich der Meinung, dass eine Person von uns vielleicht so ein bisschen, weil er dachte, dass sein Charakter ein bisschen mehr spricht, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ich will nicht sagen, dass ich in meinen Augen ein bisschen wenig Sprechrollen habe, aber... Oh, shut up. Ja, ich weiß, Makoto spricht vielleicht ein bisschen mehr als andere Charakter, aber es... jedenfalls. Sterben auch noch wichtige Sprechrollen. Richtig, Es sterben noch wichtige Sprechrollen. Ja, richtig, meine. dazu kommen wir gleich. Okay, scheiß drauf. Also,
Ja, ihr müsst nur noch mal kurz vorab, das machen wir jetzt als Prolog des Formats, nicht vergessen, ich und Robin kennen, also Robin kennt die Story, ich kenne das komplette Game, Andy ist komplett blind. Also, ich kenne gar nichts, ich bin dumm. Ja, und deswegen kann Andy hier, glaube ich, so ein bisschen die beste Meinung von uns abgeben in meinen Augen. Auch wenn natürlich jeder eine eigene Meinung hat, weil jeder halt Chapter anders mag. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich glaube, dadurch kommen wir jetzt zum, wir können noch mal kurz darüber reden, was passiert ist. Ja, Charakter wurden kennengelernt. Wir haben mit einem bestimmten Charakter uns sehr vertraut angefühlt, sagen wir mal, mit Sayaka halt. Und dadurch kam es, halt zu einem tollen Mordfall später. Wir kommen aber erstmal jetzt wirklich zu einem anderen Opfer, leider, weil ich glaube, das würde ich würde das, auch wenn es später als Sayaka passiert ist, vorschieben, aus dem Grund, dass es halt nicht wirklich zum Fall gehört, sondern ein einzelner Tod war, der ein bisschen anders war. Nämlich kommen wir jetzt wirklich zu Junko Inoshima. Warum musste Junko sterben? Junko Inoshima, die Ursache des... Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann deine Frage ganz leicht beantworten, weil sie eine scheiß Zicke leider ist. Also, die Ursache ihres Todes war hier das Brechen der Schulregeln, indem sie Monokuma angegriffen hatte. Und dadurch hat Monokuma sie halt mit den Speeren des Todes, nennen sie mal jetzt so, ich glaube, sie hießen Speere von irgendwas anderes, aufgespießt. Mit der Speer-Gatling-Gun. Aufgespießt. Dadurch ist sie halt leider verreckt. Ich glaube, dass jeder Mensch wäre dort verreckt, außer vielleicht Sakura, weil Sakura halt Sakura ist, aber hey, das ist so eine andere Sache. Ich glaube, Sakura hätte das einfach getankt, also, nicht die Spiele, sondern einfach, das wäre abgeprallt. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, aber tatsächlich, hier durch Monokuma gestorben und nicht mal durchs Killing Game an sich, was halt, ein Move ist, sag ich mal. Ja, es ist ein Move. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können dann jetzt zum richtigen Mordfall kommen. Kommen wir nämlich jetzt zum Opfer des ersten Mordes, nämlich Sayaka Maizono. Die Ursache ihres Mordes war hier ein Küchenmesserstich in ihren Bauch. Ich glaube, Robin meinte, es war Bauch. Ich war zu faul, es aber umzuändern. Ich wusste nicht mal mehr genau, ob sie es im Game als Brust oder Bauch definiert hatten. Es war ein Bauch. Es war Bauch, Nähe Brust. Deswegen habe ich beides hingeschrieben. Der Tod von Sayaka. Im Nachhinein hat sie es verdient, aber ich glaube, dazu gehen wir gleich noch ein, so wenn wir mehr über das Chapter reden. Ich glaube, da können wir kurz nochmal drauf eingehen, auf den Charakter Sayaka. Sayaka war ja eine Kindheitsfreundin von Makoto, da sie mit ihm in einer Mittelschule war. Makoto hat sie schon immer gekannt, ne? War auch nicht sehr schwer, wenn Sayaka schon von der Mittelschule an sehr berühmt war. Aber was er nicht wusste, Sayaka kannte auch ihn. Sodass halt irgendwie die beiden sich gegenseitig zwar mochten, aber sie am Ende einfach den Bitch-Move abgezogen hat. Warum kann man es nicht anders sagen, glaube ich. Ich mochte sie von Anfang an nicht. Du mochtest sie von Anfang an nicht. Ich mag sie bis heute, weil ich finde... Ich mochte sie auch als... Perfekt. Danke. Lecke ich oder leckt Robin? Robin. Ich auch mal meine Meinung zu Sayaka sagen. Obwohl man einen Bitch-Move abgezogen hat, Andy, kannst du das nochmal wiederholen? Das war gerade kurz laggy bei mir. Jetzt nochmal. Achso, okay. Ich wollte sagen, ja, ich mag Sayaka trotzdem. Ich mochte sie auch schon von Anfang an. Und obwohl sie Bitch-Move abgezogen hat, finde ich es an sich nicht mal schlimm, weil ich kann es nachvollziehen und ich nehme es ihr null übel. Und keine Ahnung, also... Also die Frage ist halt, wie verwerflich ist es, jemanden umbringen zu wollen, wenn du von einem Teddybär geblackmailt wirst? Ja! Also, keine Ahnung, also, ich kann auch sein, dass ich gerade irgendwie in meinen Gedanken Sayaka viel zu nett einschätze, aber ich hätte halt gedacht, wenn sie rauskommt, sie wäre, wenn überhaupt, die erste Person, die irgendwie Hilfe rufen würde. Sagen wir es so, sie hat Makoto zwar versucht auszunutzen und ihn versucht, vor den fucking Zug zu schmeißen, aber... Nein, glaube ich nicht mal, ihre Intention war es, den Kill auf Makoto zu blamen, das war die ganze Intention, Alter, jedoch... hat sie am Ende Makoto den Arsch gesaved, als sie gemerkt hat, Plan failed. Weil sie dann keinen Bock hatte, weil sie erstens Leon es nicht gönnen wollte und zweitens, glaube ich, im Nachhinein, als ihr Plan gefailed hatte, so ein bisschen Reue gespürt hatte und dann Makoto lieber saven wollte, indem sie halt 11037 an die Wand geschrieben hatte. Unsere geliebte Nachricht.
Aber kommen wir jetzt auch, wie glaube ich gerade schon ein wenig erwähnt, zum Mörder des ersten Mordes. Nämlich ist es hier Leon Kubota, unser Ultimate Baseball Spieler. Sehr sympathischer Typ. Ich bin ehrlich, ich bin nicht traurig, dass er das erste Mörder ist, aus dem Grund, dass ich seinen Charakter an sich nicht so interessant fand. Und ich glaube, dadurch, der Fakt, dass der Typ einfach nicht mal auf seine Ability stolz ist und keinen Bock hatte auf die, macht es okay, dass man halt den Charakter, den unnötigen Charakter einfach zum Anfang hin entfernt. Und es war ja nicht mehr eine wirklich coole Ability, so. Ja, es ist halt Sport. Also, es gibt coole Abilities in deiner neuen Paar. Ja. Und dann gibt's Sport-Abilities. So. Ja. Manche sind cool, wie Sakura, aber Baseball. So, er konnte es. Zu seiner Ability kommen wir, glaube ich, nochmal gleich, weil wir da ein bisschen auf den Fall an sich eingehen. Ja. Aber ja, die Exekution oder die Hinrichtung von ihm war hier auch Baseball, nämlich die 1000 Blows. Ich habe es einfach Baseball genannt, weil ich einfach Meme-Sachen dort hinschreiben werde, immer bei den Bildern. Ihr könnt euch aufs nächste freuen, was dort steht. Yay, Execution! ja. die Exekution, also die Hinrichtung an sich, ich fand sie fucking genius. Also ich fand, das war eine richtig gute Hinrichtung. Weil vor allem war es auch so ein bisschen. Es war halt hingerichtet. Er wird halt wirklich hingerichtet, weil die anderen ihm richtig zusehen durften, man die anderen Characters Reaktionen gesehen hat. Und ich mochte die Anfangssequenz, als er halt mit der Kette eingezogen wurde, ja. Genau. Ja, das hat als erste Execution sehr gut gemacht vom Game. Sehr gut. Das ist echt schon die einzige Execution, die ich mich wirklich erinnere. Nee, ich kann mich an noch eine andere erinnern. Ich erinnere mich an viele andere. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich sehr viel noch von dem Game im Kopf habe. Ja. Aber auch, weil ich halt eine einzige Execution in meinem Herzen ist, welche immer noch schmerzt, aber dazu kommen wir irgendwann anders mal. Ja. Ja. Kommen wir zu, hier wird geredet, ne? Ja. Ich weiß jetzt schon, ich bin mir ziemlich sicher, mein Charakter, der hier gerade schön in meinem Bild angewendet ist, während ich rede, wird leider irgendwann sterben. Und ich weiß jetzt schon, ich werde heulen. ob Celeste stirbt oder nicht, erfahren wir irgendwann anders. Denn aber wir kommen jetzt erstmal zu unserer Meinung zum Chapter, unserem Kritik oder unserem Lob zum Chapter. Und ich möchte euch anfangen lassen, weil ich möchte so ein paar Dinge sagen, die ich nicht euch vorwegnehmen möchte. Also, basically. Wir lassen Andy anfangen, weil er der Blind ist. Okay. Die Blind Person ist. Ja, Andy. Ist richtig. Okay. Also, erstmal. Wie stehst du zum Chapter? Wie hat's dir gefallen? Was hat dich gestört? Und was fandest du besonders gut? Also, an sich, ich fand das Chapter gar nicht schlecht. Also, ich weiß jetzt, dass das halt nicht die anderen Chapter sind, aber es war halt basically so ein Einführungschapter, auch mit dem Class Trials und sowas. Daher weiß ich jetzt nicht, also ich fand das Rätsel jetzt dahinter, dass es Leon ist, recht einfach oder meiner Meinung nach zu einfach. Ich hoffe, die werden später besser, die Rätsel. Aber ich kann verstehen, dass es halt so als Einsteiger zu einsteigen so recht gut ist. Es war anfängerfreundlich. Probleme. Noch einmal bitte. Ist das wieder bei mir. Vielleicht mal hinten. Leid, es tut mir wirklich leid. Ja. Ja, also halt, es war halt Einsteiger. Ja, es war einsteigerfreundlich. Da rede ich hier. Auf jeden Fall, Hast du ein bisschen Kritik zum Chapter, maybe? Ja, wie gesagt, ich fand das Rätsel halt zu einfach, und ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht richtig. Also, ich fand, die ganzen Charaktere wurden ganz cool vorgestellt schon mal, so zumindest scheinheilig vorgestellt, würde ich mal sagen, weil jeder Charakter wird sich ja mit der Zeit safe noch verändern, die werden Charakterentwicklung durchleben. Und dazu müssen wir auch noch beachten, wir hätten mehr über Charakter erfahren, hätten wir mit ihm die Freetime verbracht, ne? Das stimmt auch noch. Also da Freetime ist halt eh so eine Sache. Wir haben uns zufälligerweise in der Freetime auf zwei der Opfer, sag ich mal, spezialisiert mit Junko und mit Sayaka, was ich ja, sehr, das war was sehr ich im, weil ich, was ich im Spielen sehr witzig fand, to be honest. Was du ja aber nicht wusstest zu dem Zeitpunkt, deswegen sehr, sehr am Lachen war. Ich wollte nicht zu Sayaka, ich wollte aber Zeit mit Junko verbringen. Ja. Ja, ich fand's sehr. Ja, wie gesagt, ich find's im Nachhinein auch sehr lustig, dass wir genau ausgerechnet mit den beiden Zeit verbracht haben. Okay, dann Robin, du noch irgendwie? Ja, also, das Ding ist.
die Charaktere wurden zwar alle vorgestellt, aber man weiß halt nichts über die. Was gut ist, so. Also grundsätzlich ist es gut. So. Es ist irgendwie das Introduction Chapter. Aber, es fühlt sich halt dadurch, jedenfalls wie ich die Story im Kopf habe, nicht so strong an. Weil selbst Sayaka und Leon waren keine interessant genügenden Charaktere, um das Ding alleine zu carryen. Und über Junko haben wir nichts erfahren. So. Ja. Und was natürlich auch ein bisschen daran liegt, es wird noch viel Story kommen. Ja. Rätschen, wenn ich darf. Und zwar, ich stimme dir zu, ich finde Leon war auch kein besonders interessanter Charakter. Wobei ich sagen muss, ich fand Sayaka als Charakter schon interessant, weil wir haben von ihr das meiste erfahren. Also nach Makoto wissen wir, haben wir über sie das meiste gewusst. Also ganz kurz, deswegen. Ich werde gleich nicht mehr reden, vertraut mir. Ich compare nur Sayaka zu den anderen Cars. Ja. Und du magst Sayaka einfach nicht, das ist der Sache. Das auch. Aber selbst wenn wir das versuchen, objektiv zu betrachten, Sayaka ist kein so guter Charakter wie viele andere aus dem Cast. Jana wird mir dazu stimmen. Aber das Problem ist, ich werde dir gleich noch bei einer Sache sehr stark dazwischen grätschen, aber da komme ich zu meiner eigenen Dinge. Und deswegen sage ich, dass Sayaka das Chapter nicht solo carryen konnte. So. Andere Charaktere können Chapter solo carryen. So. Jetzt, ich glaube, jetzt kann ich, ne? Sure. Ja. Ich stimme euch in vieler Hinsicht zu, aber ich glaube, das, was für mich dieses Chapter so in meinen Augen gut macht, ist der Fakt, dass es das erste Chapter des ersten Games ist. Aus der ganzen Reihe. Weil ich finde Sayaka hier verdammt gut. Lass mich erklären, Robin. Weil sie hier wirklich zeigt. Also sie ist hier gerade in der Situation, um ehrlich zu sein, die menschlichste, wenn man wirklich ehrlich ist. Sie wurde hart geblackmailt, maybe sogar am meisten von allen. Maybe ist es sogar ein bisschen geforst, dass Sayaka ausrasten sollte, ne? Weil sie halt auch schon so instabil insgesamt ist als Charakter. Dass sie halt diesen ganzen Mord geplant hatte. Nur das Problem ist, und da sind ich und Robin und auch vielleicht sogar Andy, ich weiß nicht, uns einig, Sayaka ist dumm. Nicht dumm, sondern sie ist halt nicht wirklich... Ich sag mal, sie ist sehr, sehr überkonfident manchmal in sich selber. Kann man das so sagen? Sie hat halt hart reingeschissen. Ja. Sehr hart reingeschissen und dadurch hat sie halt irgendwie den Kill auf jemand anderes geblendet. Also sie hat damit jemand anderes mit in ihren Tod gezogen, was sie eh getan hätte, weil probably sie irgendwelche Fehler beim Verwischen der sagen wir es so, alleine der Fakt, dass sie beim Messer mitnehmen erwischt wurde, ist halt, oh Gott, ne? Mal, Robin, du leckst sich wieder. Dass sie sich einfach, dass sie sich einfach denkt, hey, ich fordere einen Baseballspieler mit Reflexen. Mit sehr guten Reflexen, mit, wie gesagt, der hat Erfahrung mit einem Baseballschläger zu einem Schwertkampf heraus. Oder der Schwertkampf war ja nicht intentional. Ja, aber so, come on. Das hätte man. Ja, ich weiß, das hätte kommen sehen. Aber Robin, willst du wissen, was das Ironischste an all dem ist? Oder Andy? Ja. Sie hat das fucking Schwert Makoto mitnehmen lassen. Ja. Das ist halt, oh mein Gott, hat mich das so ein bisschen getriggert am Chapter. Oh. Also, sagen wir es so, ich liebe dieses Chapter, weil ich finde, es ist ein super Einleitungs-Chapter. Aber jetzt kommt, glaube ich, mit meine größte Kritik, was wir auch gerade schon ein bisschen angeteasert haben. In meinen Augen gab es keinen richtigen Mörder. Sorry, das so sagen zu müssen, aber das Chapter hat keinen richtigen Mörder. Der Mörder hat sich selbst wehren müssen und damit gab es wirklich nicht wirklich einen richtigen Mord mit richtiger Mordabsicht. Ne? Ja. Oder mit einer guten Mordabsicht. Und das stört mich so ein bisschen, weil ich mir dachte... War Sayaka der Mörder des Chapters? Also Sayaka war der Mörder ihres eigenen Todes. Leon war nur eine Waffe von ihr, wenn man so sehen will. Ja, kann doch. So. Wobei ich auch sagen muss, aus Sayakas Sicht, es war halt einfach wirklich dumm, Leon zu nehmen. Ja. Ich
an ihrer Stelle, ich kenne mich mit Namen noch nicht so aus, ich hätte Petzak genommen. Ja, ich glaube, das ist auch problematisch. Also ganz kurz. Nein, es ist nicht. Der ist der mit dem schlechtesten Reflex. Einfach Messer im Kopf. Nee, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Aber zwei. Es gibt einen Grund dafür und einen Grund dagegen, warum mit Hifumi es nicht so gut geklappt hätte. Also gut geklappt hätte, aber auch nicht so gut. Gut, sie ist das fucking Ultimate Idol und der ist ein Pervert Weeb. So. Deswegen! So. Scheiße! Nee. Okay, aber das Problem ist, die ist 2D Main. Nein. Das würde ich nicht sagen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie ihn angeschrieben hätte und gesagt hätte, er soll in ihr Zimmer kommen, dass er es getan hätte. Also, ich bin mir zu 80% sicher, dass er es getan hätte. Ja, vielleicht hätte er es getan, aber ich glaube, maybe hätte er sich noch spontan, man hätte es so schreiben können, dass er sich spontan gegen entschieden hätte, weil er halt seinen 2D-Waifus treu bleiben möchte. Ne? Möglich, ja. Also ja, es ist Hifumi. Hifumi ist einer der unpredictablesten Charaktere durch seine Persönlichkeit. Das mag ich nicht. Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt mit Sayaka. Also ich glaube auch, Sayaka war grundsätzlich gut fürs Einführungsstep. Also ja. Es wurde gezeigt, hey, auch Leute, die nett zu dir sind, so, die du eigentlich magst, können dich verraten. Was kind of die Prämisse so eines Killing Games ist. Ja. So. Damit hat Sayaka einen Job gemacht. Also, wenn man halt dieses Spiel anfängt und sich... Es ist krass, guck mal, also, ich denke halt so, du fängst mit dem Spiel komplett neu an, komplett blind. Du hörst dir die Story an und bist erstmal so ein bisschen skeptisch. Du fragst dich so, wie soll das Ganze so ein bisschen aussehen? Ja. Und du bekommst dieses Chapter als erstes Chapter und gehst da raus und denkst dir nur so, fuck, ich kann ja niemandem vertrauen. Ja, genau. Also, und so ein Chapter als erstes Chapter kann einen gut in die Reihe hocken, in meinen Augen. Währenddessen... Meinung, du bist genau der Fall, den wir beschrieben haben. Hast du beim Chapter so gedacht, fuck ey, ich hab Bock auf mehr, dadurch, dass ich jetzt wissen will, wie es weitergeht, erstens. Und zweitens, hast du diesen Moment gehabt, wo du dachtest, Alter, ich kann wirklich niemandem vertrauen. Ja, ganz kurz. Und eine Sache würde ich schon mal sagen. Ich fand, also, ich nehme es halt so jetzt auf, vom Prolog bis hin zum ersten Chapter. So zwei, kann es sein, dass... Ja, einmal nochmal wieder. Okay, ich wollte gerade sagen, kann es sein, dass nur mir aufgefallen ist, oder jetzt in dem Fall halt, ich es nur bei denen gemerkt habe, weil ich sie selbst gesprochen habe, und zwar bei Taka und bei Mondo. Da sind jetzt ziemlich Sachen aufgefallen. Taka war ja am Anfang so, ich sag mal, der Freund von jedem oder hat halt so versucht, diesen Chef raushängen zu lassen, so. Ja, klar. Wobei ich gegen Ende sagen musste, dass er halt irgendwie für mich wie ein übelstes Arschloch gewirkt hat, einfach nur. Klar. Weil, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Er war halt einfach so, keine Ahnung, irgendwie so dumm. Ich weiß nicht, wie es ist. Also, er war halt einfach nur dumm. Sorry, Ende, da muss ich jetzt. Ich bin ehrlich, ich stimme dir zu. Weil, also Taka, also ich glaube, das, was du ehrlich sagen möchtest, Taka am Anfang wirkte so vielversprechend. Ja, im Gegensatz, dass er so useless war. Dass er so useless im Chapter war. Ich meine, dein einziger Sinn war es zu revealen nochmal für alle klarzustellen, dass Sakura ein fucking Mädchen ist. What the fuck? Also bitte, was ist das denn? Irgendwie. Also, ich finde, man hätte so ein bisschen mehr Charakter ihm geben können. Ich hoffe, dass es besser wird jetzt in den nächsten Chaptern, ne? Ich hoffe, dass Taka so ein bisschen, sagen wir mal, so die Rolle einnimmt, auf die ich erwartet hatte. So, du bist in den Schulregeln, du denkst wirklich nach und bist nicht nur so, huch, du hast ja recht, boah, bin ich dumm. Ja. Was er 50 Mal gesagt hat, gefühlt. Taka hätte gefühlt, der Kyoko sein können. Ja. Des Chapters. Ja, ja. Also so ein Guide für den Fall, aber das war halt absolut nicht, weil das... Also, aber dafür bin ich der Meinung, dass Taka immer noch ein guter Charakter, also, er war nicht useful, aber Taka ist mit einer der Charakter, der die Truppe am meisten zusammenhält. Und das Das muss man sagen, das stimmt schon. Wobei ich sagen muss, da komme ich jetzt dazu, ich finde, ein Charakter macht tatsächlich den Job, den Taka macht, sogar besser als Taka selbst. Wer? Anfang so,
niemand wollte was mit dem zu tun haben. Der war so das aggressive Arschloch, weil er so Einzelgänger ist. Okay, aber der wurde mit der Zeit im Prinzip zu den anderen immer netter und war halt immer mehr der Teamplayer. Und für mich irgendwie auch, hat irgendwie immer mehr wie so der Anführer gewirkt. Er war auch so ein bisschen aufopfern, weißt du, wie ich meine? Also sagen wir ja, so, genau das. Mondo war halt direkt nur so, yo, wenn jemand, also Mondo war halt nur so, er hat gehört, Sayaka ist tot und er war pissed. Man hat gemerkt, er war pissed. Darauf, dass jemand auf die Idee kam, einen Mord zu machen. Und ich bin ehrlich, auch hätte ich es blind gespielt, ich wäre von Minute 1 auf Mondo nicht mehr skeptisch gewesen. Also von Minute 1 hätte ich Mondo direkt ausgeschlossen. Genauso wie ich hätte Mondo und Sakura ausgeschlossen. Ja. Weil Sakura wirkt für mich wie ein Charakter, irgendwie, keine Ahnung. Sie ist so buff, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie einen Mord macht. Es wirkt so dumm. Also, ganz kurz, ich wollte sagen, sie wirkt zwar so, ich sag einfach, sie ist halt sehr, sehr kräftig, aber sie wirkt so in sich gekehrt, so, ja. So ruhig wie die Ruhe in Person. Ja. So, als wenn sie keiner Fliege was zu Reise tun würde. Das sie ist halt so in sich gekehrt. Durch meine wunderbare Impersonation von ihr wiedergebe. Ja. Du machst das so, also niemand anderes könnte es besser machen als du. aber wenn wir jetzt nochmal kurz bei den Charakteren sind, möchte ich noch kurz zwei, drei Charakter ansprechen. Von denen ich auch in Zukunft hoffe, dass wir ein bisschen mehr von denen bekommen. Erstens, what the fuck, wir haben einen Ultimate Programmer und wir haben einen AV Room. Holy, macht was bitte! Gut, das stimmt. Also auf jeden Chihiro, Fall. Bitte, mach was! Ich will Chihiro Action sehen. Chihiro ist geile Person. So, danke. Ich mag Chihiro. Sie macht mir auch voll Spaß zu sprechen, tatsächlich. Zweitens, können wir bitte über Mrs. Obvious reden, also Hina. Also ganz kurz, Hina ist halt einfach, Hina zeigt dir nochmal die offensichtlichen, also Hina wiederholt die offensichtlichsten Sachen. Ja. Und ich liebe es irgendwie. Sie ist gefühlt so, hey, wenn du das Tutorial nicht so ganz verstanden hast, ich bin das zweite Tutorial. Ja. Ich würde am besten beschreiben, das, was ihr an Gehirnzellen fehlt, haben die Entwickler in ihre Brust große gepackt. Das finde ich gut. Es ist genial sein. Und die Hüte sind genau über dem. Ich werde jetzt hier übrigens. Es gibt einen Charakter, ne, über den möchte ich nicht reden, weil er mich aber dieses ganze erste Chapter abgefuckt hat. Sorry, aber Toko ist einfach im ersten Chapter horrible gewesen. Toko war auch irgendwie. Also, ja. Ich finde die Art und Weise, wie sie eigentlich spricht, so angeekelt von allem, eigentlich irgendwie lustig und cool, aber sie ist halt einfach nervig. Hiro war genauso useless. Also Yasuhiro, ne? Mr. Fortune Teller. Ich fand den Fakt witzig, dass wie teuer seine Glaskugel war. Seine Glasbong. Seine Glasbong, genau. Ganz kurz, ist egal, ob er Fortune Teller ist, ich will ihn einfach immer noch als Kiffer darstellen, weil er einfach eins zu eins so aussieht. Ich finde das einfach viel, viel lustiger, ihn so zu sprechen. Nee, aber wenn ich über einen Charakter rede, bin ich mir nicht sicher, ob er kein Kiffer ist. Ja, genau das. Es gibt einen Charakter, auf den ich mich noch hart treue, auf den ich hart hype bin, weil er im ersten Charakter, obwohl er nichts richtig getan hat, trotzdem so fucking interessant wirkt. Oh mein Gott, Byakuya. Denk halt, wenn du sprichst, den Byakuya. Dieser Mann ist einfach die Person von antisozial sein in Person und ich liebe es. Ich liebe ihn auch. Also wirklich, diese. Ich finde den unsympathischer, ich mag ihn gar nicht bis jetzt. Ja. Aber das macht ihn bis zur Zeit so interessant. Weil der Typ ist immer noch in meinen Augen so unberechenbar. Ich bin ehrlich, auch wenn er die eine auf den macht, es ist doch dumm, einen Mord zu machen. Also wer einen Mord macht, ist in meinen Augen behindert. Digga, der könnte selber was zu zerfahren. Und wenn der was plant, dann kann es ein harter Fall werden. Der kommt mir auch so vor, als wenn er durchgehend was planen würde. Der hat halt irgendwie gar keinen Bock auf alles. Der sagt nichts. Das, was er sagt, ist halt so, aber ja, fickt euch, ich hasse euch, ihr seid alle scheiße. Ich will gar nichts mit euch zu tun haben. Also, ich freue mich trotzdem auf ihn, weil er ist Ja, ihr kennt den Charakter schon. Für mich wirkt er einfach nur wie... Ich habe keinen Bock auf den. Einen Charakter, den ich noch ansprechen will. Makoto im ersten Chapter war ja mal Trash. Also Makoto,
Es ist Makoto im Ernst. Also Makoto, was will man sagen? Du bist, wir waren ein naiver kleiner Junge, ja, der halt einfach also, sich an einen. Im Trial fand ich ihn actually ganz gut. Ja, im Trial. Immer noch weil im Trial war er auch halt. Im Trial waren wir halt Makoto und nicht Makoto war Makoto. Also nee, ganz kurz, um so zu sagen. Makoto ist im Trials useful, weil er der Hauptcharakter ist, aber wenn wir das mal absehen, dass wir das jetzt zu seinem Charakter zählen würden, ne? Dann würde ich einfach sagen, Makoto ist einfach wirklich gut in Zusammenschlüsse machen. Also Makoto ist in meinen Augen ein schlauer Charakter, nur war er fucking naiv gegenüber Sayaka, weil er halt sich dachte, einzige Person, die ich kenne, die auf mich zukommt, wir denken ungefähr gleich, wir beide machen dasselbe durch, wir gehen durch dick und dünn. Ja, fuck you too, Makoto. Ganz kurz gefragt, er hat einfach harten Crush auf sie. Hat er, ich glaube, es hat er schon vorher, das hat er, glaube ich, gemeint auch. Dass ja, sie jeder er hat einfach einen harten Crush auf sie, deswegen konnte sie ihn auch so leicht manipulieren. Ja. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das wusste, dass er einen harten Crush auf sie hat. Und obwohl ich keine Ahnung, muss, maybe mochte sie ihn wirklich so ein bisschen zurück. Sie mochte ihn, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn mochte, aber keine aber Ahnung. Aber das war ihr probably einfach im Eifer des Gefechts egal. So. Ja, weil ganz was, sie ist emotional halt so unstable, deswegen. Also ich weiß nur einfach auf Blast Sayaka hin, dieses Gesicht ist immer noch legendary. Danke. Ja, auf jeden Fall. Genauso wie das Gesicht, was ich das Profilbild habe. Ja. Makoto, erstes Chapter. War in Ordnung. Also zum Trial wurde es besser und ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch Sayaka er seine erste Charakterentwicklung auf jeden Fall hat. Ja. Er wird ein bisschen skeptischer auf alles gehen und das finde ich gut. Aber ich glaube, dann wisst ihr, über welche Charakterentwicklung ich mich noch sehr, sehr hart freuen werde? Handy noch kurz, ja. Ich will mehr über Celestia wissen. Die ist voll interessant. Ich liebe diesen Charakter. Sagen wir es so. Alles, was über Celestia. Also das Ding ist, alles, was wir über Celestia erfahren, wissen wir nur zu 100% nicht, ob es wirklich wahr ist. Das ist das Problem. Ja, aber das ist sie ist halt so die ultimative Lügenlerin, würde ich auch schon fast sagen. Aber ich liebe es so. Also, ich liebe diesen Charakter einfach so. Er erinnert mich so hart an Kangurui und ich liebe es. Also ich bin ehrlich, ne, sie ist die ultimative Lügnerin. Sie hat nur den Titel Gambler von der Schule bekommen, weil sie halt durch Gambeln berühmter wurde. Mehr nicht. Ja, Gamble ist im Prinzip nichts anderes als Pokerface und Lügen. Ja. Kommt drauf an. Also kommt drauf an. Also sorry, Blackjack, normales Poker. Ja. Guck dir Kagegurui an und dann weißt du es. Also, ja, kommt drauf an. Aber kommen wir jetzt, glaube ich, zu einer Sache, die sehr witzig auch werden könnte. Was ist euer Lieblingsmoment des Chapters gewesen? Gab es einen Moment, der immer noch euch im Kopf geblieben ist? Weil es. Ja. Okay. Also, wollen wir selbe Reihenfolge machen, Andy? Willst du anfangen? Nein. Oder soll ich anfangen? Okay, ich fange an, weil ich habe überlegt, ne? Es gab viele gute Situationen in meinen Augen, aber ich bin ehrlich, es tut mir leid, aber dieses Gespräch, ich habe an gute Szenen gedacht oder an witzige Szenen. Auch wenn es nicht so speziell wirkt, ich habe das Müllraumgespräch mit Hifumi so geliebt. Ja, oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott, ich habe Hifumi als Charakter dort so. Also, er hat dem Trial beigeholfen, nicht nur, sondern er war Comedy pur. Ja, oh mein Gott, liebe ich diese Szene dadurch. Wir gehen rückwärts durch, deswegen ist Robin. Ja. Doch. Du bist daran, Robin. Oder willst du unbedingt als letztes? Weil dann können wir auch Andy. Ja, ich will als letztes, Andy. Okay, weil ich werde jetzt einfach die Szene nehmen, die ich vorher schon gesagt habe, die beste Szene war einfach, weil sie am lustigsten war, weil ich einfach nochmal, also, keine Ahnung, ich fange immer mehr an, diesen Charakter für so dumm zu halten und ich weiß jetzt schon, wenn Benny irgendwann mitmacht, werde ich diesen Charakter so hart abschieben. Aber Taka, Alter, ey, was er im Class Trial abgezogen hat. Du bist ein Michi Sakura. Ja, no shit, Digga, die trägt den fucking Rock. Schotten machen das auch. Ja, ganz kurz. Ganz kurz willst du mir sagen, sie sieht aus wie eine Schottin oder was? Also, ganz kurz. Sie sieht, ich kann verstehen. Ja, sie ist muskulös, sie hat Narben, bla bla bla. Aber sie sieht doch nicht aus wie ein Typ! Wo lebt Taka denn, bitteschön? Oh mein Gott. Oh ja, ich verstehe schon. Das Ding ist halt,
Erstens, es war auch einer meiner Lieblingsmomente, weil, oh mein Gott, ey, es war zu gut. Aber ich hab den nicht als mein Lieblingsmoment genommen gehabt, weil erstens, ich es kommen sehen habe, dass einer von euch beiden den genommen hat und ich wollte es nicht vorwegnehmen. Und zweitens, wollte ich einfach Timo Fumis Gespräch da ein bisschen appreciaten. Das war super. Ja, ganz, ich hab bei Taka das Syndrom, was Janna bei Celestia in Tales of hat, Alter. Ich will den also, loswerden! Also du meinst bei, hier, wie hieß sie nochmal? Es ist Celestia, sag ich schon, Colette, Digga. Colette, genau. Oh, die Fotze. Junge, er hasst sie so hart. Und Alter. Ich find sie einfach Comedy pur. Das ist einfach nur so, Alter, wir hören uns doch mal zu Colette. Für alle, die Tales of nicht gucken. Stellt euch einfach nur vor, man nehme Takas Dummheit und packt noch Yasuhiros Bekiffnis rauf und macht sie weiblich. Also so wirkt mir der Charakter. Dann mein Lieblingsmoment, ne? Ja. Also ja. Mein Lieblingsmoment des Chapters war, als Sakura gestorben ist. Das fand ich toll. Als wer gestorben ist? Sayaka meinst du, ja. Okay. Sayaka meinst du, ja, du Arsch. Ja. Already dead confirmed. Nein, ja, du Arsch. Weiter. Der beste Moment des Chapters war, fand ich, der Aftershine-Moment. Ah, der Moment nach dem Trial oder der Moment nach der Execution? Nach der Execution. Das fand ich heftig. Ja, okay. Also ich war sehr müde zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, das waren wir alle. Wir waren alle sehr müde, obwohl Andy immer noch seine Stimmfarbe. Ich habe ja den Part jetzt geschnitten. Boah, ja. Also der Part ist jetzt hochgeladen, als wir es aufnehmen. Ich habe, glaube ich, jetzt vor einer Stunde hochgeladen, als wir es aufgenommen haben. Ja. Aufnehmen gerade. Meine Stimmfarbe, was war das? Also, ich sag nur so: ich und Andy, Robin klangen tot, währenddessen Andy immer noch alive klang. Und ich habe mich gefragt, wie der das macht. Ganz, ganz, ganz einfach. Jahrelanges Training, Digga. Immer in der Schule geschlafen. Okay. Ich habe, glaube ich, das nicht von der siebten, ich habe von der siebten bis zur zehnten, die ich übrigens zweimal gemacht habe, aus freiwilligen Gründen. Ich glaube, ich habe diese vier Jahre während meiner Schulzeit, war ich so harter Gamer, dass ich musste um 6 Uhr morgens aufstehen oder teils um 5 Uhr und bin um 3 Uhr nachts schlafen gegangen. Ich habe 2-3 Stunden geschlafen, ich habe mich von Kaffee wach gehalten, bin dann nach der dritten Stunde eingepennt im Unterricht, hab aber trotzdem einen halben Unterricht mitbekommen, hab meinen scheiß Abschluss mit einem 2,6er geschafft und ich hab mein Leben irgendwie auf die Reihe bekommen. Keine Ahnung wie, frag mich nicht. Sleepy Andy be like yes. Ah nee, aber ich mochte es sehr. Auf jeden Fall, ja, weil wenn ich überlegen müsste, gab es noch einen Moment, den ich jetzt so spontan nochmal honoren würde. Obviously, ja, würde ich. Wenn wir nochmal einen Moment ansprechen würden, der insgesamt zwei, die für mich wichtig waren einfach die Ernsthaftigkeit, die ein bisschen rübergebracht wurde durch Monokuma. Ja. Einmal durch die Bombe, die Self-Explosion, und einmal der komplette Tod von Junko. Die beiden Sportteilmonologe von Monokuma waren insane. Ja, also Monokuma an sich, Die Hälfte von der Andy? Ja. also, okay. Unser scheiß Meme, Alter. Okay, und das natürlich... Das ist genial in der Rolle. Nee, und tut mir leid, wenn wir noch eine Szene menschen müssen, dann natürlich, Andy, willst du sagen? Ich zünd euch an! Dankeschön. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Robin kann nicht mehr. nee, aber ich glaube... Es geht jetzt schon in die Richtung Feedback an uns. Ja. Ja. Wollen wir uns gegenseitig so ein bisschen Kritik geben oder wollen wir erstmal sagen, dass Andy ein Gott ist? Können wir damit anfangen? Also egal welche Rolle wir erhält. Ja. Applaudiert mal den Bildschirm. Also oder schreibt einfach unten in die Kommentare, wie insane Andy in seinen Sprechrollen ist. Ist ja, mir ist egal. Cool. Liebt diesen Jungen, weil der Typ, Andy. Oh mein Gott, danke. Ohne Spaß, ich bin so froh, dass ich bei diesen Visual Novels endlich das ausleben darf. Ich wollte schon so lange synchron sprechen. Ich habe so Bock darauf gehabt. Und endlich habe ich mal. Ich kann es mal ausleben so. Du drückst halt irgendwie eine Rolle in die Hand. Er überlegt 1-2 Sekunden. Hat eine Stimme. Hat eine Geschwindigkeit. Und eine Redensart. Bam, weg.
Also das Ding ist, und dadurch, dass ich mit Andy viel synchron spreche, durch Planet, durch Tales of und durch Danganronpa, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, Robin, innerhalb der jetzt Parts, dass ich besser geworden bin auch. Besonders, also, wenn ich eine Rolle von mir loben müsste, dann wäre es probably Hifumi. Ja, auf jeden Fall. Hifumi sprichst du auf jeden Fall am besten von allen. Also, Hifumi, ich gebe mir da Mühe, so ein bisschen höher zu klingen, leicht zu mehr zu lispeln, als ich es eh schon tue. Ja, ich lispel, fickt euch. Du hörst dich verfickt nerdig an und das passt so gut. Leider habe ich halt nicht wirklich die Charakter, die es noch so machen könnten, weil ich habe halt Hayaka war eine Ordinary Girl. Makoto versuche ich so simpel zu halten wie möglich. Und Hina ist halt einfach, versuche ich dumm zu wirken zu lassen, langsam, immer mehr. Ich hoffe, ich krieg's noch besser hin später. Und Byakuya versuche ich halt einfach ein bisschen, muss den mehr hochmäßiger sprechen, aber ich weiß nicht, wie ich das noch bekommen will. Das muss ich noch ein bisschen gucken. Ja. Aber dann möchte ich jetzt noch ein bisschen. Wir fangen mit dem Lob an, keine Angst. Du wirst noch verschont. Robin! Okay. Robin ist einfach gone. Robin ist weg. Also, ist Robin aus dem Roll raus? Ja, sowohl erstmal ist sein Account, wo er mit seiner Bildschirmübertragung guckt, weggegangen und auf einmal er selbst und jetzt ist er wieder da, aber sein Account mit der Bildschirmübertragung ist immer noch nicht da. Und das war gerade ziemlich schnell gesagt von mir hintereinander. Ja, ich weiß nicht, wir reden, glaube ich. Erstmal vielleicht ist Robin gleich da und fügt noch was ins. Ja, ich hoffe. Auf jeden Fall. Ah, Robin. Ist wieder da. Aber willst du was sagen, schnell? Gut, perfekt. Wir wollten gerade zu dir kommen, aber wenn du noch was zu mir oder Andy sagen möchtest, kannst du gerne jetzt tun. Willst du erstmal bei Andy anfangen, weil da waren wir gerade. Ich glaube, sein Internet ist irgendwie noch nicht so ganz da. Ah. Also übrigens, wenn nicht, also ganz kurz. Jetzt. Ich hoffe, mein Ton ist akzeptabel. Ja, alles ja, gut, es hat so sich kaum verändert. Auf jeden Fall, willst du erstmal bei Andy reden, weil da war es, glaube ich, schon weggeführt. Ja. Also, Andy. Ja. Du bist ein Pain. Denn Monokuma ist actually Gott. Also, no joke, du könntest Monokuma synchron. Ja. Wenn das nicht so hart an die Stimmbänder gehen würde, aber ich gewinne mich mit der Zeit immer mehr daran. Das ist actually etwas, was du könntest. Deine Stimme für Monokuma absolut perfekt. Du bist super schnell im Übersetzen, auch wenn es nicht mal 100%ig richtig ist. Aber man versteht, wohin du willst. Ich habe versucht auch übrigens noch, manchmal, wenn wir übrigens darüber können wir gleich reden, wenn wir wollen, aber da will ich auch noch gerne drauf eingehen. Andy, fucking great job. Ja. Seit Anfang an, insane. Ja. Ich kann mit dem ganzen Lob gar nicht umgehen, Alter, was ist das denn? Was soll man sagen? Ich glaube, meine Stärke ist wirklich das Übersetzen. Ja. Ja, du, also deine Übersetzungen sind fucking solid, Bro. Und Fahren. Und ich glaube, ich bin männlich sogar der Schnellste. Also ich versuche es zumindest. Auch, aber, ja. Also ich glaube, du bist sehr schnell beim Übersetzen. Und die sind immer sehr solid, so. Dafür ist halt irgendwie deine Betonung manchmal so ein bisschen. Manchmal weiß ich halt, also meine Betonung, das wollte ich auch nur sagen, ist meistens oft, wenn ich innerer Monolog von Makoto spreche, weil ich da nicht die Voice Acting so ein bisschen vor Augen habe und nicht ganz weiß, wie ich es sprechen möchte. Ich möchte die nicht monoton halten, obwohl es ein innerer Monolog ist, sondern ich möchte auch dem so ein bisschen Leben geben, aber manchmal kriege ich das nicht ganz so hin. Muss besser werden, aber ich glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Kannst du auch nochmal von mir Hifumi appreciaten, dankeschön. Der ist super. Aber manchmal fällst du so ein bisschen in etwas monotonere Stimmenlagen. Aber das liegt daran, dass meine Charakter auch nicht wirklich anspruchsvoll zu sprechen sind. Also klar, deine Charakter zeigen nicht viel Emotionen, nicht so wie meine. Also sagen wir es so, das was ich halt, ich muss leicht hochmäßiger mit Jacke sprechen, dann plötzlich leicht dümmer mit Hina und dann gehe ich insane mit Dings, Hifumi. Und das Problem ist, dann hört sich plötzlich halt Charakter ähnlich an, obwohl leicht anders und dann ist halt so kacke. Ja, also ganz kurz, ich fand, wenn wir darüber reden mit deinen Switches, ich finde meine noch 10-mal schlimmer. Ja, von Monokuma zu Mondo zu Dings.
zu Taka auch, ja, obwohl Taka und Mondo sind sogar recht ähnlich, weil beide so leicht rumschreien, obwohl ich Mondo versuche aggressiver zu sprechen um einiges. Name. Ich hasse es mit Namen. Yasuhiro. Nicht Yasuhiro. Dings, Ultimate Chihiro, Chihiro. Chihiro, danke. Und dann zu Chihiro, wo ich versuche, den Charakter so... keine Ahnung, ich versuche, wenn ich diesen Charakter zu sprechen, versuche ich selbst mich in eine emotionale Lage zu versetzen, dass ich fast anfange zu heulen. Ja, das merkt man. Du sprichst Chihiro sehr weinerlich. Manchmal zu weinerlich, ja, in meinen Augen. Aber der Charakter ist auch so. Aber ja, ich verstehe es. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz insgesamt, worauf wollte ich nochmal eingehen? Genau. Speed. Wenn wir jetzt kurz nochmal auf Speed eingehen. Ich und Andy sind fast. Robin braucht manchmal seine Zeit, aber du machst auch einen great Job da, ne? Kuss an. Robin übersetzt sehr genau. Ja, Robin übersetzt, also er ist der genaueste von uns. Das Ding ist, ich denke immer so, warte, was steht da jetzt? Ich will das wissen. Also, ich kann nicht wirklich was sagen, wenn ich nicht erstens weiß, in welche Richtung der Satz geht, weil das manchmal irgendwie komisch ist. Ja. Und ich versuche irgendwie Betonung zu setzen, so. Was dann aber halt mehr Vorbereitung ein bisschen braucht. So, ich kann nicht lesen und gleichzeitig das komplett auf Deutsch übersetzen. Das könnt ihr scheinbar. Krieg ich nicht hin. Ah, okay. Also ihr lest, seid bei einem Wort, übersetzt das Wort, sprecht es aus in eurer Voice Acting und lest dann einfach so parallel weiter. Ich lese es, übersetze, spiele es in meinem Kopf durch, dann kann ich sagen. So. Robin, aber ich habe jetzt eine wichtige Frage an dich. Ich kaufe das Anime schon bei uns. Robin? Da. Ja? Also, danke. Möchtest du erstmal mit der Kritik oder mit dem Lob bei dir anfangen? Egal. Wir fangen mit der Kritik an. Boah, deine Charakter klingen alle zu ähnlich, obwohl sie so anders sind. Ja, ich arbeite daran. Also, Junko ganz kurz. Junko ist jetzt weg, nicht sehr typisch. Junko ist weg. Also, das Problem, was ich. Also, zumindest die ersten Parts war sehr extrem, später besser. Ja. Ich finde, später hast du Celeste viel besser hinbekommen. Viel besser. Ja, ja, auch. Also, im Classroom hast du Celeste. Was ihr halt nicht bemerkt habt, was ich halt schon die ganze Zeit rausgehört habe. Ich glaube, ihr habt ein bisschen den Akzent immer vergessen. Also nicht rausgehört gehört richtig. Meinte ich auch. Ich kann keinen Akzent machen. Das ist das Ding. Ich kann Akzente aber auch sehr schlecht, außer ich mache einen russischen Akzent. Also ich finde, dass Celeste's Akzent wirklich in diese Richtung gehen könnte. Aber hier. Weiß nicht so, keine Ahnung. Ich habe gerade anfangs, es war kacke. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, Celeste's Akzent auch zu kopieren ist so ein bisschen schwer, weil Celeste versucht ja diesen europäischen Akzent irgendwie zu haben, wenn ich es mal so sage, ne? Ganz kurz, aber keiner von uns hat einen europäischen Akzent, also, es ist halt so dumm. Es ist so ein französischer Akzent. An sich haben wir alle einen europäischen Akzent, so ein europäisch-französischer Akzent, aber den hat keiner von uns. Keiner von uns hat diesen französischen Akzent so. Oui. Kann niemand. Ja. Wir können, glaube ich, alle, ich weiß nicht, ob Robin das kann, aber wir beide können, wir klingen wie die größten Assis, es ist uns scheißegal, aber wir kriegen es nicht in Französisch und so hoch, so gehoben zu klingen. Was geht? einfach Gehirn ausschalten. Nee, aber was halt mich am meisten bei Robins Charakteren gestört hat, eigentlich probably, das ist kein Unterschied zwischen, also Junko fehlte Power. Junko fehlte viel Power. Ja. So, der Junko ist sehr energisch. Und mein größter Kritikpunkt probably ist einfach, dass kannst du bitte aufhören, wenn du Kyoko sprichst, zu flüstern? Also du sollst ruhiger sprechen, das verstehe ich, aber du sollst nicht flüstern. I'm sorry. Also ich weiß, du versuchst ruhiger zu sprechen, bewusst, und du versuchst ruhig und kontrolliert zu reden. Das Problem ist so ein bisschen, wenn ich in meiner Female Voice bin, dann habe ich nicht so die Varianz, die ich in meiner normalen Stimme habe, weißt deswegen du? Deswegen Nate doch Sakura. Wobei ich übrigens auch sagen wollte, ich glaube, also so dumm es auch klingt, ich glaube, Robin würde es besser hinkriegen, wenn er einfach ein besseres Mikrofon hätte. Auch. Ich glaube, daran liegt sehr viel, weil also, so kann man, also Sakura ist so gut, weil Robin übersteuert halt und so klingt halt perfekt, einfach verdammt gut. Cheap mit dem Mikrofon.
wodurch aber halt, wenn er ruhig spricht, ist er halt sehr, sehr leise. Ja, ja. Er hat nur dieses leise oder er übersteuert des Todes. Und ich muss sagen, ich glaube so, wenn ich mir jetzt die Sprechrollen nochmal im Nachhinein überlegt hätte, hätte ich Andy probably dieselben Rollen gegeben oder ein bisschen anders. Ich glaube, ich hätte definitiv im Nachhinein maybe Robin Byakuya überlassen. Weil ich finde, Robins Monotonheit passt ein bisschen besser zu Byakuya. Ich würde jetzt im Nachhinein nicht die Voices ändern, weil das wäre ein bisschen kacke. Ich wollte gerade fragen, weil ich wollte gerade als Vorschlag bringen, weil sich ja momentan dadurch, dass ein paar Leute gestorben sind und so, sich die Sprechverhältnisse, wer viel spricht und so geändert haben, dass man das als Ausgleich nimmt und vielleicht die Rollen ein bisschen hin und her switcht. Ich weiß nicht, wir könnten das machen. Frage ist dann wie, weil ein Charakter, die Charakter, die ich so ein bisschen geändert hätte, wäre eigentlich ganz simpel. Ich hätte Andy Byakuya gegeben, Robin Byakuya gegeben. Andy hätte ich einen Charakter mir gegeben, plus ich hätte Robin Junko abgenommen. Weil ich finde, die eine Aufnahme, wo ich Junko sprechen durfte, mochte ich sehr. Mir hat Junko sehr Spaß gemacht. Und ich finde, ich hatte versucht, dieses leicht girlige, energetische von Junko ein bisschen gut zu kriegen. Ich mochte Robins Leon ein bisschen. Ich mochte meinen Leon nur ein bisschen mehr, weil ich so einen kleinen Witz hinter Leon. Ja, das ist halt im Prinzip eine Idee hinter Leon. Und weil ich einfach Leon sonst viel zu lang, weil ich finde, was auch das Problem am ganzen Charakter ist einfach. Sorry, aber. Er war die ganze Zeit nur genervt. Ich hab die ganze Zeit nur genervt gesprochen. Es hat mich abgefuckt, aber irgendwie. Ja, also wirklich, und ich glaube, ein Charakter, den ich Andy abnehmen würde, aber im Nachhinein, wenn man von Chapter 1 Sicht aus geht, würde ich für maybe mir Toko geben, weil ich glaube, Toko könnte mir gefallen oder und Andy müsste nicht mehr so viel sprechen. Das Problem ist, ich weiß, was passieren wird. Du behältst Toko, Andy. Ich wollte gerade sagen, ich habe Bilder gesehen, wenn man so sagen kann. Oh, ich glaube, du Spoiler, du Hund. Stopp. Nein, ich habe mich nicht spoilern lassen, indem was passiert. Nur ich weiß halt und ich konnte das vom Charakter eh schon abschätzen, dass Toko ein bisschen Psycho geht. Passt. Was? Hier ein Bild in die Aufnahme. Ich will ein Bild in die Aufnahme. Nee, eben nicht, weil das, kleiner Mini-Spoiler. Für mehr Toko, freut euch auf Chapter 2. Ja. Aber ich glaube... Wenn ich richtig im Kopf habe, ändert sich so leicht ihr Gesichtsausdruck. Kann man so nennen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube, wir sind... wir haben ein bisschen viel geredet auch, aber ich glaube, wir können jetzt langsam zu dem interessantesten Part kommen für diese Aufnahme. Ja. Wir kommen jetzt nochmal kurz. Oh, warte, fuck. Ganz kurz, ich hab noch gar nichts zu Robins Charakter gesagt. Aber dann gehen wir eben nochmal zurück. Ich stimme eigentlich Jana überall fast zu, wobei ich sagen muss, du verbesserst dich, das finde ich Hammer, das sehe ich, da ist es Fortschritt. Weil es ist halt Übung jetzt bei dir, dadurch, dass du mehr sprichst und alles, passt das auch, weil bei Jana und mir, wir sprechen halt durchgehend Rollen, mehrere, deswegen so. Ja. Und ich muss Sunohara sprechen, ich kann da richtig gut üben. du schreist das Sunohara zu wenig. Das Problem ist, ich will nicht so viel schreien, weil Familie. Ja, du hast Eltern und so. Sagen wir es so, diese Schreirollen liegen mir nur nicht so gut, weil ich Leute stören kann. Ja, ich nicht. So, ich finde Sakura passt bei dir gerade so gut. Man versteht sie zwar manchmal sehr, sehr schlecht, aber es passt einfach trotzdem. Es passt trotzdem. Okay, dann gehen wir zum Ranking rüber. Ihr habt vorhin nichts gesehen, by the way, da stand noch nichts. Ach so. Auf jeden Fall, Jungs, ich bin mal gespannt, auf welchen Rank ihr Chapter 1... okay, ich hör auf. Also, Robin, nochmal ein Abschlusswort für Chapter 1. Gute Introduction, aber ein bisschen langweilig. Grundsätzlich gut. Erstmal auf Platz 1 natürlich. Wirklich was Negatives. Sagen, aber halt auch nicht herausstechend.
Auf jeden Fall erstmal bei Robin natürlich Chapter 1 auf Platz 1, weil wir keine anderen Chapter zum Vergleichen haben. Der Trial war gut. Der Trial war gut, richtig. Andy, Abschlussworte. Ich will es auf Chapter 2, ich will es auf Platz 2 packen. Nee, alles gut, nein. Pack's auf 1 so. Ich fand das Chapter, wie gesagt, als Introducing Chapter sehr, sehr gut. Oh, danke, du hast mir Pink gegeben. Ja. Ich hab dich gestern Ach so, deswegen! Ach, Lül! Sorry. So. Auf jeden Fall. Ich fand's als Introducing Chapter ganz, also als einschließend Chapter sehr, sehr gut. Wie gesagt, die einzige Kritik, die ich hatte, waren halt jetzt die, dass das Rätsel so einfach war, wo ich hoffe, dass es sich bessern wird. Weil wir haben ja schon andere, also John und ich haben schon andere Games von selben Entwicklern gespielt, wo die Rätsel recht gut waren und deswegen habe ich vielleicht viel zu viel Erwartungen. Da muss ich sagen, das Genre ist so ein bisschen anders. Du kannst leider nicht Serious mit Danganronpa vergleichen, weil Danganronpa kein Flowchart besitzt und damit halt... Ja, aber trotzdem, ich hoffe generell, dass es einfach schwierigere Rätsel gibt. Oder die nächsten Mordfälle einfach... Ja. Ich sie nicht nach 2 Sekunden löse. Genau. Ja. Dass so ein bisschen Spannung gibt für dich, wer der Mörder sein könnte. Ja. Und ich kann nur sagen, ja und nein. Also manchmal ist es sehr offensichtlich, manchmal nicht. Okay, gut. Auf jeden Fall für mich, ich stimme euch allen zu. Es ist ein super großartiges Chapter für das erste Chapter eines ersten Games. Wäre es ein Chapter zwischendrin in irgendeinem Teil? Nein. Dann wär's ziemlich weak, glaube ich. Da wär's sehr weak gewesen, meinen Augen, aus dem Fakt, dass mir immer noch ein Mörder fehlt. Oh mein Gott, der Fakt, dass es keinen richtigen Mord war, sondern Selbstverteidigung, macht es halt so... Ja, so, es ist halt jetzt ein Mord passiert, fürs Worldbuilding und für die Charakter ist es halt so, fuck, ist es jemand tot. Für den Spieler ist es nur so, ich habe keinen richtigen Mord bekommen. Ja. Also, man hatte immer noch keinen richtigen Mord mit Intentional Killing, wirklich. Dass man halt wirklich sagte, ich möchte hier raus und deswegen plane ich meinen Mord, ziehe ihn durch, schaffe ihn auch. Und verkacke ihn nicht. Und kann vielleicht es noch schaffen, weil ich nicht dumm und lazy bin, wie unsere beiden Fälle hier, Leon und fucking Sayaka. Und deswegen entweder meinen Plan verkacke oder zu leicht auffällig bin, weil ich fucking nochmal nicht gerade... Oh, die schreibt 11037 an die Wand, ich lass sie mal da liegen. Also erstmal das und zweitens, ich bin ehrlich... Aber ja, Jay, auch auf Platz 1 von mir, by the way. Ich fand halt, es musste ja so gemacht werden, ich verstehe, warum es so gemacht wurde, dass Leon halt der Mörder ist. Aber ich fand die Situation halt, dass Leon im Prinzip dann als Ausrede, warum er sie umgebracht hat, in Blutrausch verfallen ist und sie halt im Prinzip als Rache oder so umgebracht hat, fand ich so dumm. Also in der Situation, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was mit Leons Kopf falsch ist, aber sie hat sich gerade versucht umzubringen. So, natürlich kannst du sie versuchen umzubringen, aber dann bist du der Gefickte in der Situation. Einfach zu hauen. Und dann im Prinzip das ganze Szenario zu erklären und mit Beweisen zu erklären, weil du sie da hast, wäre viel, viel schlauer gewesen, weil dann sie im Prinzip trotzdem, gestorben wäre. Nee, umgebracht worden wäre. Oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Nee, das Problem war einfach, glaube ich, ein bisschen dabei. Klar, Leon hätte sie einfach ausnocken können und gehen können, den anderen Bescheid sagen können oder irgendwie sowas. Das Problem dahinter wäre einfach, es ist kein Mord passiert, es gibt keinen Grund, also Sayaka umzubringen. Das Einzige, was man machen hätte können, wäre sich von Sayaka sehr weit entfernen. Sayaka ist sehr, sehr, einfach sehr distanzieren. Oder man müsste sie irgendwo einsperren. Ja. Ja. Also sagen wir so, Leon hat einfach nicht schlau gehandelt und ist dadurch zum Mörder geworden. Deswegen, ich wollte sagen, er ist dadurch zum Mörder geworden und ist gestorben. Einfach also durch Dummheit so in dem Sinne. Ja. Ja. Aber, also in Conclusion, das Chapter ist super als das, was es sein wollte, als das, was es ist, aber halt auch nicht wirklich viel mehr. Ja, also sagen wir so, es ist ein okayes Chapter an sich, aber ein gutes Chapter dafür, dass es das erste der Reihe ist, besonders durch Sayaka, in dem Fall. Ja, ohne Sayaka wäre es ja alles nicht gegangen. So, würde ich sagen, wir sind durch, ne? Hoffe tatsächlich, dass euch die Idee hinter
Big Happy Havoc Chapter 1 After Try gefallen hat. Es wird zu jedem Try kommen, auch wenn es nicht gut ankommt. Ist mir egal, alles so und macht uns Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf. Ich hoffe, ihr habt an sich Bock auf mehr. Vielleicht sogar, ne? Maybe. Hey, hatet uns nicht. aber ich hoffe, ihr habt mehr Bock auf Dino Rampage. Auch Bock auf Chapter 2, weil das kommt bald. Wir werden uns bald auch an die Aufnahme setzen. Digga, bei wem kriegt dieser scheiß Hahn im Hintergrund, Digga? Ich bring den gleich um. Ich weiß. Bei wem wohl? Wer hat die Hahnprobleme jedes Mal? Wer hat sie? Ja, keine Ahnung. Robin hat mal Probleme mit den Chicks. Nee, bei mir. Bei mir, Andy. Jedenfalls. Ignorieren wir den Scheiß. Boah, das erinnert mich immer an meinen Urlaub in Russland, wo ich den scheiß Haaren irgendwann geköpft habe. Okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch gerne dabei wieder ein, wenn wir Danganronpa weiterspielen und Chapter 2 beginnen. Schaut auch gerne bei Clannet vorbei. Oder vielleicht auch bald mal wieder bei Tetsuff. Ja, ich hoffe, das wird was, Digga. Ich raste so aus, Digga. Ich geh mental bald hier. Er macht bald ein eigenes Danganronpa, wenn es so weitergeht mit seinem Internet. Jedenfalls. Also ganz kurz, nur das Problem bei meinem Danganronpa ist, mein Mordfall wird nicht aufgeklärt und bei mir gibt's zwei Tote. Und nicht nur einen. Huch. Jedenfalls. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, wenn ihr wollt. Wie gesagt, schaltet gerne beim nächsten Mal vorbei. Guckt bei den anderen Kanälen vorbei und alles, ne? Ihr wisst Bescheid. Die inaktiv sind, ja. Die alle von uns sind inaktiv. Vielleicht. Die Fresse. Vielleicht kommt bei mir bald was. Ich habe was in Planung, deswegen guckt mal ab und zu dort rein. Oder macht die Bell an. nee, aber ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss. Aber was ihr tun sollt.